KMU sind die Stütze von unserer Volkswirtschaft. Sie haben das alle schon gehört. Und sie sind auch Garant dafür, dass unsere Jugendlichen auch künftig in der Nähe einen tollen Ausbildungsplatz finden werden und einen tollen Beruf lernen können. Ein spezieller Dank heute oben allen Ausbilderinnen und Ausbildern, allen Lehrbetrieben an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Es gilt, weitere wirtschaftsfeindliche und für den Mittelstand schädliche Vorstösse abzuwehren. Ich denke beispielsweise an die Mindestlohninitiative. Genau das Gleiche gilt für die Erbschaftssteuerinitiative. Ich bin von Natur aus ein Optimist. Aus diesem Grund stimmt mein Ergebnis von der letztjährigen 1:12-Initiative zuversichtlich. Der gesunde Menschenverstand wird sich immer durchsetzen. Meistens auf jeden Fall. Darum bin ich optimistisch. Das erste und junge Jahr 2014 für uns wird für alle hoffentlich ein gutes oder noch besser ein sehr gutes Jahr werden. Ich habe einen ganz einfachen Wunsch für das Jahr 2014. Euer erster paar Tage alt ist hier und kann man einen Wunsch äußern. Und es ist ganz simpel und einfach, mehr Common Sense, bitte schön. Ich wünsche mir nämlich mehr gesunden Menschenverstand und mehr Gemeinsinn. Zu unserem 150-jährigen Jubiläum wollen wir aber auch noch zusätzlich einen Beitrag für junge und bestandene Unternehmen in dieser Region leisten. Als Hauptsponsor von Swiss Upstart in der Region Basel fördern wir auf der einen Seite innovative Jungunternehmen und innovative Projekte, ganz konkret. Das Thema Innovation ist für die KMU-Wirtschaft und für die Wirtschaft insgesamt von grösster Bedeutung. Wir im Baselbiet haben innovative Unternehmen, gerade auch unter den KMU und nicht ohne Grund, geschätzte Damen und Herren, sind Gewinner vom Unternehmerpreis Nordschweiz in diesem Jahr, oder besser gesagt Ende letztes Jahr, sind das 3 Firmen aus dem Kanton Basel-Land gesehen. Sie mögen sich erinnern, die Liste AG aus Arisdorf, Tregofix aus Däniken und die Marki AG aus Füllinsdorf. Das ist sehr erfreulich und ich gratuliere den Preisträgern herzlich zu dieser tollen Leistung. Beat Oberlin hat es bereits angekündigt, dass die Wirtschaftskammer als Partnerin gemeinsam mit der Kantonalbank und mit der Fachhochschule Nordwestschweiz das Projekt Swiss Upstart unterstützt. Das Projekt ist aufgebaut nach dem Vorbild von einem erfolgreichen Programm in Boston und bringt Geschäftsideen und Nachfolgeplanungen mit einem gesamtheitlichen Konzept zum Erfolg. Der Spirit von Startups und Innovationen soll im Kanton verankert werden. Es muss sich umsprechen, wenn ich eine innovative Idee habe und ein gutes Umfeld suche, um die Idee an den Markt zu bringen, dann gehe ich ins Baselbiet. Wir können nicht einfach auf gewohnten Trampelpfad weitermachen. Erst recht nicht bei knappen Mitteln. Es braucht Entschlossenheit, es braucht den Glauben an Erfolg in der Zukunft. Ein spezieller Dank der Chemiefäger und mit dem wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr. Prost! Kurz und knapp ist für mich Innovation, denn wenn man Ideen umsetzen kann und nicht gesperrt werden durch irgendwelche Vorschriften, Reglemente und irgendwelche einschränkenden Verfügungen, die man die ganze Zeit als Handschellen bekommt. Also ich glaube, der Christoph Hauser hat es klar übergebracht. Das heisst nicht nur immer up-to-date sein, sondern muss auch immer einen Vorsprung haben. Das ist für den Kanton Basel-Land ganz wichtig. Und reden und verhandeln, das ist sicher Basis, aber die Umsetzung. Die fehlt dann halt eben manchmal, dass alles viel zu langatmig ist. Innovation ist effektiv das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Wir haben keine natürlichen Ressourcen und von dem her ganz, ganz wichtig, dass wir innovativ uns voranbringen als Land.
Innovation hat für mich eine sehr hohe Bedeutung, aber natürlich weniger im Umfeld der Wirtschaft, mehr im polizeilichen Umfeld. Und da ist Innovation schon da, dass man neue Techniken verwendet, neue Arbeitsmethoden. Einfach nicht stehen bleiben, sich immer weiterentwickeln. Innovation für das Baselbiet bedeutet, dass man Rahmenbedingungen schafft, wo eben Innovation auch möglich ist. Und ich glaube, das ist der Auftrag von der Politik, nämlich im Sinne der Eigenverantwortung und der Freiheit, der KMU die Möglichkeiten auch geben, um sich zu entfalten. Und dass wir Innovation betreiben, der EBL liegt auf der Hand. Für das werden wir zum Teil auch prügelt. Aber ich würde gerne für Innovation den Kopf anheben. Es ist schöner, den Kopf anheben für Innovation als für Verpasstes. Das Wort sagt es ja, immer dranbleiben, immer neue Sachen entwickeln. Wenn man etwas hat, was man macht, muss man das wieder überdenken, wieder weiterentwickeln, wieder auch neue Sachen machen. Innovation ist vorwärts schauen, ist Ideen haben, Visionen haben und dann aber auch Schritt machen, um sie umzusetzen.